Hallo, du kommst aus Kopenhagen. Ja, so ist es, genau. Und das ist die alte Technik zu tätowieren, wie nennt man das? Das hat keinen richtigen Namen. Auf Englisch sagt man Hand Poking oder Hand Made oder wie auch immer. Aber es geht zurück bis auf die Steinzeit, was wir machen. Und ist das schmerzhafter oder weniger schmerzhaft für denjenigen, der sich tätowieren lässt? Ja. Also wenn ich hier auf der Convention tätowiere und im Allgemeinen ist es so, dass in dem Werkzeug sitzt eine moderne Nadel, die natürlich dann auch chirurgisch geschliffen ist und steril. Und dadurch tut es weniger weh, weil das sind die Nadeln, die auch für die Maschine gemacht werden. Und die Maschine arbeitet mit, sagen wir mal, so 800 Stich die Minute und ich bin einfach nicht so schnell mit der Hand. Ja? Benutze aber dieselben Nadeln und dadurch ist einfach die Menge an Hautzellen und Nervenenden, die zerstört wird, in der Minute ist halt weniger. Dadurch tut es auch weniger weh. Wenn ich dann aber zu den wirklich traditionellen Werkzeugen gehe, Knochen oder Feuerstein oder Dornen, was man auch bei uns bekommen kann, dann tut es natürlich mehr weh, weil die Instrumente einfach stumpfer sind und man braucht mehr Gewalt, um die in die Haut zu drücken oder schlagen. Und was sind deine bevorzugten Arbeitsgebiete oder Motive? Ja, also nordisch. Nordische Sachen, also alles, was so im norddeutschen, skandinavischen Bereich sich aufhält. Und die Sachen sollten vorzugsweise alt sein oder vorchristlich halt, ne? Also schöne traditionelle geflochtene Muster oder halt so diese typischen Felsritzungen, solche Sachen. Und ihr habt euer Studio in Kopenhagen? Kopenhagen, genau, mitten im Zentrum. Ja. Und du bist aber in Deutschland geboren? Ich bin in Deutschland geboren, ja genau. Und seit wie vielen Jahren machst du das schon? Ich tätowiere seit 2001 und seit Anfang 2010 stehe ich in Kopenhagen. Bin dann eingeladen worden, da zu arbeiten, weil ich halt schon sicher in dem Stil war und alles halt. Und es ist halt relativ rar, Leute zu finden, die mit der Hand stechen und halt sich in der nordischen Ikonografie auskennen und so. Die Spiralschlange auf der Hüfte von dem Mädel beinhaltet Dänemarks ältestes Lied. Und das ist überliefert in der Runeninschrift und sogar inklusive Melodie. Der Rabe auf dem Rücken von Emil, das war mein Schaustück 2011. Damit bin ich über verschiedene Conventions gereist und wir haben das Stück für Stück da angefertigt auf den Conventions und das beinhaltet verschiedene Techniken. Wir haben die starken Außenlinien gestochen mit der polynesischen Starktechnik, dem sogenannten Tapping und die Schattierungen in den Flügeln sind gestochen mit meiner normalen einholzigen oder einstäbigen Handtechnik und die Schattierungen in den Bändern sind gestochen mit einer Knochennadel. Ja, der Fisch basiert natürlich auf einer norwegischen Felszeichnung und ist angefertigt worden mit einer 1:1 Replik von einer steinzeitlichen Knochennadel.